Hallo zusammen. So, ich habe für euch eine neue Klima oder zwei neue Klima sozusagen. Zwei Modelle, die waren auch auf dem Messe in Düsseldorf. Und zwar bis jetzt, Dometic hat Freshjet 1700, Freshjet 2200 mit Kompressor. Und neu war die Dometic 3000 mit Inverter. Den Unterschied zwischen die, ich erkläre euch gleich, aber jetzt noch neu sind zwei Modelle, und zwar die FJX4, das ist wie die alte 2200 mit Kompressor, gibt es ein paar Änderungen, klar. Und dann die FJX7, das ist wie die 3000 praktisch, auch mit dem Inverter, aber es ist nur 2200 Kühlleistung. Das zeige ich gleich, zeige ich jetzt, aber ich erkläre euch gleich den Unterschied. Hier ist eine Palette schon mit 2 FJX7 und kommt noch eine für unser großes Projekt da. Der ist morgen dran, der Knaus. Und hier bauen wir Solar auf dem Dach. 3 oder 4 Module passen auf dem Dach. Dann die alte Batterie sind da unten, bekommt der 200 Lithium. Dann hier oben kommt der Wechselrichter, eine 1500 Wechselrichter ohne Netzvoranschalter. Dieses Mal, der Kunde sagt, ich schlafe so mit einer Schlafmaske. Das brauche ich, Wechselrichter und eventuell in der schlimmsten Fall irgendwann eine Kaffeemaschine zu betreiben. Mehr brauche ich nicht. Deswegen brauche ich keine Netzveranstaltung. Eine einzige Steckdose, die bauen wir da oben irgendwo, so dass er schläft hier. Hat die Möglichkeit da zu stecken und fertig. Dann, hier kommt noch ein Ladegerät, Victron 30 Ampere. Und ich glaube, das war's. So, Solar, Wechselrichter, Lithium-Batterie und die Ladegerät. Das ist bei dem Knaus, wie gesagt, der ist morgen dran. Dann hier haben wir einen zweiten Knaus und der hat mehrere Sachen von uns bekommen. Wechselrichter, Solar hat er schon, dann Lithium-Batterie und heute haben wir eine 60 Ampere Ladebooster von WCS angebaut. So, viele elektrische sind da, aber was wir gemacht haben, oder fast alles, was wir gemacht haben, sind hier unten. Ja? Und zwar da hinten steht der Wechselrichter, 2000er Wechselrichter. Dann hier sind 2x150 Liontron. Hier ist der Booster, 60 Ampere. Da hinten ist die Netzvoranschaltung. Schalter, alle die Sicherung schon hier und das war's. Und wie gesagt, Solar auf dem Dach und alles drum und dran. Die ist fertig, die fährt jetzt raus. Dann hier haben wir, ich weiß nicht, was für eine Firma ist das? Fjord, keine Ahnung. Auf jeden Fall, was schreibt noch da? Bavaria Fjord. Auf jeden Fall, hier haben wir Solar, Lithium-Batterie und eine Side-Track. Ja, die Side-Track kann man wahrscheinlich von hier sehen. Da haben wir die Side-Track eingebaut. Und dann, wie gesagt, das ist unser großes Projekt. Wir haben jeden Tag, haben wir heute noch. Was für eine Uhr haben wir? Erstmal, so dass ihr versteht. Wir haben vier. Heute haben wir eine große Katago, eine Liner gehabt. Der hat viele von uns, hat unglaublich viele bekommen damals. Das ganze Dach mit Solar, Lithium-Batterie, alles drum und dran. Aber der ist geblieben mit seiner eigenen Wechselrichter, und zwar von Katago war direkt eine Dometic oder Vaeco, keine Ahnung, ist der gleiche. So, und alles funktioniert weiter bis zum dem Netzvoranschaltung.
Der Kunde sagt, ja Julian, wenn ich den Wechselrichter anmache, funktioniert alles. Wenn ich die Landstrom stecke, funktioniert gar nichts mehr. So, die Netzveranstaltung, was direkt in Wechselrichter war, ist kaputt. Dann haben wir eine, der Kunde sagt, ja, was bauen wir jetzt? Ich sage, baust du gar nichts. Deine Wechselrichter läuft. Warum sollst du jetzt investieren in einen anderen Wechselrichter, solange dass der läuft? Du bist zufrieden mit Leistung und alles, dann bauen wir einfach nur eine Netzveranstaltung dazu und funktioniert wieder alles bis wie früher und musst du nicht so viel Geld in einen neuen Wechselrichter. So machen wir, Julian, deswegen komme ich gerne zu dir, sagt er mir. Und das haben wir gemacht, der ist weg. Dann war noch einer mit einem Problem mit Kühlschrank, dann noch einer mit Solar, eine große Concord, haben wir alles gemacht. Aber wie gesagt, wir haben als Beispiel die zwei waren und die mit Problemen. Wir haben alles fertig gemacht und jetzt konnten wir weiter an unserem Projekt arbeiten. Deswegen, der steht hier eine, zwei Wochen, wie viel nötig ist, bis fertig ist, weil der viele hat. Und zwar, wo soll ich anfangen? Von oben. Dann gehen wir auf dem Dach und ich zeige euch. Das ist, was nenne ich Vollnutzung von Dach. Und zwar, hier kommen sechs Module. Eine kommt hier, zwei kommen hier hinten, zwei kommen in die Mitte und eine auf die andere Seite. Ja? Dann, hier in die Mitte, wo Platz kommt, kommt eine Seitreck. Ja, wieder eine Seitreck. Dann da, wo der Heckdach schon raus ist, haben wir auch die Kabel, ich weiß nicht, ob ihr hier seht, die Kabel gezogen. Da kommt die neue Klima, und zwar die FJX4. Die FJX7 haben wir einen Termin am Freitag. Aber wie gesagt, ich werde euch in diesem Film erklären, der Unterschied zwischen den beiden. So, hier wird alles voll. Zwischen Solar, Klima, Heckidecke, was hat ihr noch? Und die Antenne, alles voll. Ach so, und kommt noch die Antenne, die ROM-X Antenne, ja? Die kommt auch da drauf. Dann schauen wir hier weiter. Außer so viel Solar auf dem Dach, bekommt ihr auch einen Anschluss für eine Solartasche. Ja, das ist zusätzlich. Dann haben wir Solar, Seitreck, Anschluss für Solartasche. Dann haben wir eine Bultron 480 Ampere. Dann haben wir die Dometic Fresh, ja, ist auch Freshjet. Fresh, FJ kommt wahrscheinlich vom Freshjet. FJX4. Dann kommt eine WCS Kombi 3000 Wechselrichter 200 Ampere Ladegerät. Dann kommt eine Ladebooster von WCS. Dann kommt, habe ich gesagt, die Antenne, die LTE-Antenne. Dann kommt verschiedene 12-Volt-Steckdose. Dann kommt eine 2, 3 USB-Steckdosen. Und dann kommt die Alu-Tankersflasche mit 2 Alu-Travel-Matte, bla bla bla, 11 Kilo und so weiter. So, ich glaube, bis jetzt haben wir... So, da oben sind wir schon so weit. Jetzt wissen wir, wie sollen wir da alles einbauen. Wally, ich glaube, hat die gestern schon die Alu-Anlage hier eingebaut. Schauen wir. So, schau mal. Ja, die ist schon eingebaut. Wahrscheinlich ein bisschen Licht, so sieht man besser. Ja, eine ist da hinten, eine ist hier. Auch mit... So, der Dual Control war da. Was haben wir extra eingebaut, sind die Filter. Die waren nicht da. Und ohne Filter bekommst du heutzutage keine Garantie mehr von Truma. Deswegen haben wir auch Filter eingebaut. Und jetzt kommen die Schuhe. Aber das zeige ich euch nur ein bisschen. Und dann alles zeige ich euch, wenn fertig ist. So, pass auf, das hier ist eine Batterie, Leute. So, die Batterie hat Florin hier gefräst und hat die komplett da in dem Möbel. So praktisch bleibt nur der Plus und der Minus hier. So, hier hat er richtig so schön mit Etikett gemacht. Hier kommt der Verteiler Plus, Verteiler Minus. Ja,
Hier kommt der elektrische, so der LBL praktisch. Ja, der war auch irgendwo im Möbel rein. Bringen wir alles hier. So hat der Kunde alles hier von einmal. Dann hier werden alle die Sicherung sein. Da oben wird der Booster. Hier kommt der Solarregler. Hier kommt der 12 Volt Steckdose für, sagen wir, sag mal schnell, eine Kühltruhe oder keine Ahnung. Und dann kommt noch der hier, die in diesem Moment sehe ich nicht, wo Florin hat geplant, der zu einzubauen. Oder hier unten oder da oben, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, das wird ganz schön mit der Batterie da drin, finde ich klasse. Ja, wir werden sehen, da ist der Booster, da ist der Solarregler, wir werden sehen, wo machen wir der hier. Ja, schon. So, jetzt könnten wir gerne im Büro gehen oder keine Ahnung, und ich erkläre euch den Unterschied zwischen die zwei neuen Generationen von Klima von Dometic. So Leute, Dometic, haben wir gesagt, machen wir hier im Büro, aber nee, machen wir draußen. Weil ich habe schon zwei Auto verschiedene. Die dritte kommt hier und habe ich noch eine da unten. So kann ich euch hier zeigen. Hier mit der kleinen, großen Arbeit. Guck mal. So, am Anfang, ich habe euch gezeigt, dass die Verteiler kommen hier und dann hier die Sicherung und dann der Wechselrichter, keine Ahnung. Der Florian hat irgendwann den Wechselrichter hier gehabt. Der 12 Volt, der 330 Verteiler hier und da und da. Jetzt wieder andere. Seine Kopf, wenn ihm nicht gefällt, dann macht er immer anderes. Ja, ich bin gespannt. Hier ist noch eine Startverteiler, glaube ich. Ja, Startverteiler. Ja gut. Ich bin auch gespannt, wenn die fertig ist. Weil mit Florian weiß niemand, wie und was. Ich suche gerade eine, so wir haben genau 5:45. So, die Leute haben vor 45 Minuten Feierabend gemacht. Heute ist Donnerstag, ich weiß nicht, wann genau diese Film online kommt. Morgen, übermorgen, mal sehen. Wir machen Brücke bis Mittwoch, bedeutet 4 Tage frei, außer morgen, kommen wir. So, dann kommen wir hier zum Malibu. Erstes Mal drin, wer bis jetzt weiß, drin ist es genau wie die 3000. Also alle ab jetzt, alle die Klima, kommt mit diesem Verteiler. Ja, bei 2200, bei 1700, bei 3000 und gibt es neu auch 3500. Das kommen wir und sprechen wir über die Thema. In meine nächste Firma und ich erkläre euch warum. Hier gibt es auch eine kleine Licht. Mal sehen, wo die ist. Ja, hier, ja, auch so ein bisschen Licht seitlich. Na gut, so, hier ist eiskalt, weil ist auf 16 Grad. Ja, eiskalt. Hier wollte der Kunde in der Mitte. So hat er auch hier vorne, auch da hinten ein bisschen. Ja, hier haben wir die Klima eingebaut, haben wir zwei große Super B mit einer Anzeige eingebaut. Ja, ich weiß nicht, warum sehe ich hier nur eine Batterie? Warum sehe ich nicht die ganze Batteriebank? Eine Sekunde. Batteriebank. Ah, jawohl. So, 57 Ampere ziehen wir jetzt von der Batterie. 57 Ampere. Nicht schlecht. Dann gehen wir auf dem Dach und zeige ich euch die Klima. Der Kunde wollte die in schwarz. Ja, so, ab jetzt gibt es auch eine schwarz. Die alte Variante war in, wie heißt der? Anthrazit. Ja, aber die ist richtig in schwarz. Guck mal. Die arbeitet jetzt bei voller Pole. Die hat so ungefähr 10 oder 15 Minuten, seit wir. Ach so, wir haben hier auch ein Licht, eh? Ja, wir haben auch hier ein Licht, guck mal Leute. Das ist auch von drin.
Wie geil ist das? So, auf jeden Fall. Mal sehen. Wie breit, wie hoch, wie alles. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ihr sieht das oder nicht. Die ist auf jeden Fall breiter als die vorgängigen 2200. Ist 70 breit, 70 breit, 70 lang und 23 hoch. So 70, 70, praktisch ist quadratisch und 73, 23 hoch. Aber wie geil sind diese Lichter hier. Und die sind auch von drin. So, unten ist es ganz schön. Du hast hier eine Gummi, da und da. So, die ist ganz stabil. So, praktisch hier der Anschluss ist wieder mit einem Adapter und ist genau wie bei 3000er. So, 70, 70, 23. Jetzt gehen wir bei dem alten, auf die andere, auf dem immerhin habe ich eine 2200, der alte Modell. Hier haben wir noch eine, aber in weiß, auch eine FJX7. Auf dem Dach ist auch eine FJX7 und hier ist eine FJX4. Den Unterschied habe ich gesagt, ich zeige euch gleich. Ich erkläre euch gleich. Dann gehen wir kurz auf dem Dach von dieser Knaus und hier steht die 2200, die alte FreshJet. Und schauen wir den Unterschied. So, da ist die. Ja, dieses Auto hat auch noch zwei Module von uns bekommen. Lithium-Batterie, Wechseldichter. Dann schauen wir. Lang haben wir 75. So, die war 75, 76, 5, 6 cm Länge. Aber von Breite haben wir 55. Bedeutet 15 cm breiter ist die neue. Und hoch, die ist auch 23. Ja, was soll ich euch sagen? Die ist 15 cm breiter. Ja, so ziemlich breit. Die ist aber kurzer, 5 cm, das ist nicht so viel. Wo ich mich Sorgen mache mit der neuen Generation, ist, wie schön sieht man diese Lichter da. Wo ich mich ein bisschen Sorgen mache, ist auf den Kastenwagen. Ihr habt viele, viele von uns und wahrscheinlich auch von unseren Kollegen Filme gesehen, wo hinten gibt es so eine Klima, sogar ich auf dem meinen eigenen Kastenwagen habe ich auch gehabt. Links und rechts habe ich zwei Module, Slim, und in der Mitte die Klima. Jetzt, wir sprechen über, manchmal ist komplett nah, war komplett nah an die Klima. Jetzt sprechen wir über 15 cm, bedeutet 7,5 jede Seite links und rechts mehr als früher. Keine Ahnung, was soll ich euch sagen. Bei dem ersten Kastenwagen, wir werden das probieren. Guck mal, wie geil sieht man diese Licht. Ich weiß nicht, ob auf dem Kamera sieht man. Aber nachts, ich glaube, sieht man sehr schön diese zwei Lichter da. Jetzt weiß ich, warum gibt es diese... Es gibt noch eine Knöpfchen auf dem Fernbedienung und ich wusste nicht, wofür ist diese. So, dann. Unterschiedlich. Unterschied wissen die. Haben wir gesagt, so, die alte 2200, es ist mit Kompressor. Bedeutet, der Kompressor geht an, du machst, sagen wir, 23 Grad, willst du haben, in Auto. Dann der Kompressor springt an und dann versucht er 23, sogar er geht noch tiefer, 22, 21, dann schaltet er ab. Dann wenn, sind wieder 24, 25, dann wieder geht er an. Und dann wieder unter 23, 2 Grad, wieder schaltet aus und so weiter. Ja, funktioniert ja, so funktioniert ja, Welle nach oben, nach unten. Die neuen Modelle haben Inverter. Inverter bedeutet erstes Mal kein Anlaufstrom, ja,
Dieser Kompressor braucht viel Strom am Anfang. So, hier ist kein Anlaufstrom, der Inverter geht so langsam nach hoch. Bedeutet, das schaffen die jetzt fast alle die Wechselrichter mit diesem Klima. Bei dem anderen haben wir Probleme mit vielen Wechselrichter. Haben wir probiert, die machen einfach nicht mit. Zum Beispiel ein Anlaufstrom liegt zwischen 5.000 und 6.000 Watt. Wenn der Wechselrichter diese Spitze nicht hat, dann kann er nicht. Bei dem Wert ist ein ganz anderes Thema. Und der Wert geht an und dann der kühlt mit Maximum Leistung, ja, bis er die 23 Grad erreicht. Und dann reduziert er langsam, aber er geht weiter. Er stoppt nie, er geht 24 Stunden. Das ist der Unterschied zwischen Inverter und Kompressor. Bei Kompressor, wer bis jetzt eine Klima gehabt hat, egal ob Wechselrichter oder im Campingplatz, dann du hörst diese Bumm, Kompressor, wenn der geht an. Und dann Bumm, wenn er hört auf, dann wackelt dein komplettes Auto. Und auch Geräusch ist groß. Bei Inverter so etwas hast du nicht. Das ist auch ein großer Vorteil. So, dann haben wir die neue Generation FJX4, das ist hier vorne. Die ist genau wie da oben, gleiche Modell, gleiche Verpackung, gleiche Luftverteiler unten mit Display. Die alte hat keine Display gehabt. Mit diesem schönen Licht da habe ich nie gewusst, dass es gibt es die. Aber mit Kompressor, FJX4 Kompressor. Dann haben wir die ETFJX7 mit 2200, so beide haben 2200 Q Leistung. Aber mit Inverter. Und das gibt es in weiß, ist da oder in schwarz. Die haben wir schon angebaut. Dann gibt es noch eine kleinere Variante, eine 1700, das ist bis 6 Meter. Dann gibt es die 2200 bis 8 Meter. Und dann gibt es die bis 7 Meter, sorry, so 1700 bis 6 Meter. 2200 bis 7 Meter, 3000 bis 8 Meter, 8, 9 Meter und ab 9 Meter gibt es jetzt eine neue 3500, ja, auch mit Inverter sogar, die neue, die 3000 oder die 3500 haben zwei Inverter, noch schöner. Über 3000 und 3500 möchte ich gerne nicht so viel sprechen. Bauziehen, weil Dometic schickt mir eine 3500 nächste Woche und ich werde die montieren. Wann genau, ich weiß nicht. Ich habe so viel zu tun. Mein Hof ist voll, hier ist voll. Ich weiß nicht, irgendwann. Ich werde die auf mein Auto montieren, weil irgendwo ich bin nicht zufrieden, obwohl es nur eine 7,80 Meter, so ein maximal 8 Meter, ich bin nicht so zufrieden mit den 3000ern. Deswegen möchte ich gerne noch eine stärkere. Jetzt, ich weiß es nicht, ich bin ganz ehrlich, ob das liegt an Klima oder ob es liegt an meine Möbel. Weil genau da in der Mitte, wo meine Klima ist, ich habe so oben eine Leiste, so sagen wir, 5 oder 6 cm, wahrscheinlich 7 kann ich jetzt nicht 100% sagen, wo die Tür, wenn die Tür zu macht, dann bleibt diese Leiste da oben. Und die Klima bläst die irgendwo so nach unten, aber wahrscheinlich diese Leiste da stört und dann kommt nicht die richtige. Vorne ist ganz gut und kann es schon, aber dann kommt nicht die richtige Kälte hinten in meinen Schlafbereich und das stört mich. So, ich werde die 3500 einbauen, ich werde Test machen und ich muss. Oder bekommen wir goldenen Oktober irgendwann 30 Grad und kann ich die richtig testen? Oder wenn nicht, dann muss ich nächste Woche, nächstes Jahr, ich bin müde, nächstes Jahr warten. So 30, 35 Grad draußen direkt in die Sonne, mal sehen die Unterschied. Wenn nicht, dann ich werde diese Leistung auch. Keine Ahnung, entfernen von da, oder eine Gitter oder ich weiß es nicht, so dass mehr Luft nach hinten zu kommen.
Ja, Leute, das sind die neuen Modelle. Ihr seht schon, dass ich habe gar keine Film gemacht und trotz haben wir 1, 2, 3 Kunden, die haben die schon bestellt. Die vierte habe ich für mich selbst bestellt und ja, gibt es mehr und mehr Interessenten über die neue Variante. Sind die ganz, ganz schön und ganz modern und neue Technologie und so weiter und so fort. Und deswegen, ich bin gespannt. Das war's mit meinem Film über die Klimaanlage von Dometic. Ich sage euch, bleibt gesund, abonniert meinen Kanal. Ihr findet uns in Bruchberg bei Landshut in Bayern oder in Mönchengladbach neben, in der Nähe von Düsseldorf. Kommt vorbei oder einfach E-Mail schreiben, anrufen und wir werden euch gerne beraten. Julian sagt Tschüss, bis nächstes Mal.